Lieben, willkommen zum heutigen neuen Video hier auf meinem YouTube-Channel. Und erstmal vorab, lasst bitte Daumen nach oben da, wenn euch die Videos gefallen. Ja, 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 bitte, danke. Und wer neu hier ist, bitte auch gerne ein Abo hier lassen. Darüber freue ich mich immer ganz arg. Und heute geht es wieder mal um Beauty, beziehungsweise könnte man sogar fast dieses Mal sagen Fashion Trends von 1910 bis 1960. Und zwar um Huttrends in diesen Zeiträumen. Man muss dazu sagen, bis in die 50er Jahre rein war ein Hut, wenn man aus der Haustür rausgeht, einfach ein Muss. Deswegen sind Huttrends wirklich etwas ganz, also ganz Wichtiges, was man auch gar nicht wegdenken kann, weil es einfach ein Hut war, der Begleiter eines jeden Tages. Also ich glaube, bei Herren hat sich das auch noch so ein bisschen weitergezogen vom Zeitraum her als bei Damen. Und wir beginnen also einmal im Zeitraum von 1910. Die Hüte in dieser Zeit sind meistens riesig geschmückt mit Bändern und Federn und Seidenblüten und werden von langen Hutnadeln gehalten, die oft auch gar nicht so ungefährlich sind. Meistens waren diese Hutnadeln ca. 20 cm lang. Teilweise gibt es aber auch welche, die man heute also gesehen hat, gefunden hat, wie auch immer. Originale Hutnadeln aus der Zeit, die sogar 35 cm lang sind. 1908 wurde in den USA ein Gesetz verabschiedet, in der es eine Längenbegrenzung für Hutnadeln gab, wegen der Verletzungsgefahr in der Öffentlichkeit. In zum Beispiel öffentlichen Verkehrsmitteln sollten die Hutnadeln jetzt auch mit einem Schutz versehen werden, um eben unabsichtliche Verletzungen zu verhindern. Was wirklich keine Seltenheit war, dass sowas passiert. Während dem Ersten Weltkrieg wird der Hut dann doch etwas kleiner, etwas, ich sage jetzt mal, spärlicher verziert und sitzt auch etwas tiefer, wird auch etwas tiefer nach unten gezogen. In den 20er Jahren sitzt der Hut jetzt sehr tief und bedeckt eigentlich de facto den ganzen Kopf. Sehr modern ist also der Glockenhut, der sehr dezente oder eigentlich keine Krempe hat. Lediglich im Sommer hat man dann auf die Hüte zurückgegriffen, die etwas mehr Krempe hatten, um quasi einen Sonnenschutz auch zu haben durch den Hut. Abgesehen davon waren aber auch Turbane sehr beliebt. In den 30er Jahren sind Hüte nochmal wesentlich kleiner, aber oft wahre Kunstwerke. Die Formen und Dekorationen sind oft sehr verspielt, teilweise sogar beinahe surrealistisch. Die Hüte von Elsa Schiaparelli gelten als wahre Kunstwerke. Außerdem sehr modern werden Schlapphüte, gerade in der Sommerzeit. In den 40er Jahren werden Hüte genutzt, um auch auszugleichen, dass so manches Kleid, so manche Bluse, Klamotten grundsätzlich schon etwas aus der Mode gekommen sein können. Wenn das Geld fehlt, versuchen Damen deswegen auch teilweise aus alten Klamotten Hüte selbst herzustellen und eigene Kreationen zu schaffen. Folgende Modelle sind in dieser Zeit äußerst modern. Einmal der Feodora-Hut, die neue Variante des Bennett-Huts und der sogenannte Halo-Hat, weil es aussieht wie ein Heiligenschein mit ein bisschen Fantasie. Nach dem Zweiten Weltkrieg, also in den 50er Jahren dann vor allem, entscheidet man sich doch langsam dagegen, immer außer Haus einen Hut zu tragen. Sie sind jetzt mehr ein Zeichen von Luxus oder ein hübsches Accessoire, aber kein unbedingtes Muss mehr. Modern sind zu dieser Zeit Turbane und Cartwheel-Hüte. In den 1960er Jahren werden die Frisuren immer voluminöser und lassen deswegen immer weniger Platz für Hüte. Jedoch setzt Jackie Kennedy mit ihren Pillbox-Hüten durchaus einen Trend in der Zeit. Und abgesehen davon tragen Damen, die eher auf nicht zu stark toupiertes, eher glattes Haar setzen, auch ab und zu mal eine Baskenmütze. Das waren die Huttrends der vergangenen Jahrzehnte von 1910 bis 1960. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Welcher Huttrend gefällt euch denn eigentlich am besten? Das würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns ganz bald wieder zum nächsten Video. Vergesst nicht, auch über die Glocke die Benachrichtigungen anzuschalten. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!